Sie da Annette Richter von der Corona Taskforce der Naturkundeabteilung. Ich möchte jetzt mal eine besondere Geschichte erzählen, die mir wirklich so passiert ist und die absolut nicht alltäglich ist. Dieses wunderschöne Exponat, ein dreidimensional erhaltener Schwimmsaurier, ein Fischsaurier, um genau zu sein, wir nennen ihn in der Paläontologie Ichthyosaurier, ist eines der Highlights unserer Naturwelten. Ein absolutes Strahlestück, fast vollständig, mit Embryonen von jungen Fischsauriern im Leib, mit einem Pflanzenzweig hinten, mit lauter Ammoniten dazwischen, ein ganz tolles Stück. Aber wie sind wir eigentlich zu dem gekommen? Das werde ich immer wieder gefragt. Gehen Sie da auf Auktionen, kaufen Sie die ein? Dann muss ich leider sagen, nein, an Einkaufsetat haben wir nicht. In dem Fall liegt es nämlich vollkommen verquer. Ich biete ja hier, was vielen Leuten durchaus bekannt ist, regelmäßig geologische Fundberatungen an. Da können Sie oder könnt ihr, die einen Seeigel gefunden habt oder einen Kiesgrubenknochen oder sonstige Steine, eigentlich auch nach den Corona-Zeiten dann wieder kommen, diese Steine vorlegen und ich versuche dann nach bestem Wissen und Gewissen hier zu bestimmen. Eine sogenannte Fundberatung. Das sind sehr muntere Runden, in denen ich immer sehr viel auch selber lerne, weil Leute ja fast weltweit sammeln mittlerweile und ganz spannende Sachen auf den Tisch kommen, aber auch viele, die sich wiederholen, die dann niedersächsische Standardfunde sind, Feuersteine, weiterer Standardfund sind so klassische Unterkiefer mit Zähnen, auch aus Kiesgruben. Und eines Tages kam eine Kollegin von unserer Nachbarinstitution, die Frau Dr. Schulz, kam vorbei und sagte, ja, ich bin vom Sprengelmuseum und ich habe auch eine Frage. Und sie hatte gar keinen Stein dabei, und auch kein Fossil und auch kein Mineral, nichts. Und ich habe sie gefragt, ja, was machen Sie denn da hier? Haben Sie jetzt Kunst? Das kann ich nicht, Kunst kann ich nicht. Ich bin ja ausgebildeter Geowissenschaftler. Und dann sagt sie, ja, nein, das ist ein bisschen schwieriger. Es gibt ja im Sprengelmuseum bei unseren Nachbarn die Schwitters-Stiftung. Und wir haben im Nachlass des Sohnes des Dadaisten, also des Fotografen Schwitters, haben wir ein Stück, das ist offensichtlich ein großes Fossil und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und sie legte mir ein Foto vor, ein schwarz-weiß Foto auf so einem DIN-A4-Blatt. Das hatte ich noch nie gehabt in der Fundberatung, dass mir jemand ein Foto von irgendwas hinlegt. Und ich habe drauf geguckt und jetzt wird es richtig kurios. Ich habe erst gedacht, was soll ich denn sagen zu so einem Foto, ach je. Und dann habe ich dieses Foto wieder angeguckt und dachte, wie bei Vicky, das habe ich doch schon mal gesehen. Tatsächlich hatte ich es schon mal gesehen. Zu dieser Zeit gab es nicht so sehr viele Fossilienhändler in Europa. Es waren so zwei, drei, vier sehr große und die haben Kataloge rausgegeben, so wie den, den ich hier hochhalte. In dem Fall ein Schweizer Anbieter. Und tatsächlich hatte ich das Foto schon genau einmal gesehen in diesem Katalog. Da war so ein kleines bisschen Vergleich, kommt wahrscheinlich jetzt im Streaming nicht ganz so gut rüber, aber Sie können es mir glauben, es ist wirklich exakt dasselbe gewesen wie das Foto und im Endeffekt jetzt wieder hinter mir bereits aufgebaute Fossil. Ich konnte es kaum glauben, gesagt, nanu, das war doch bei den Schweizer Kollegen hier im Fossilienkatalog, da ist doch was faul. Und dann kam tatsächlich im Ende des Liebes heraus, dass dieser zweite Schwitters, der Sohn von Schwitters, dieses Fossil für sich gekauft hatte als Wohnzimmerprachtstück. Das hing bei ihm in einem Holzrahmen im Wohnzimmer und verschönerte seine Lebensatmosphäre. Nun, im Nachlass angekommen, musste überlegt werden, was wird gemacht. Und wir haben damit eine der ungewöhnlichsten Kooperationen zwischen dem Sprengelmuseum, der Schwitterstiftung und uns hier am Landesmuseum hinbekommen, indem wir mit Hilfe des Ministeriums und des damaligen Freundeskreises der Naturkunde dann alle zusammengelegt haben, den rekonstruiert haben, restauriert haben, repariert haben in unserer Kooperation. Zwischenzeitlich schon mal ausgestellt in der alten Ausstellung und dann ganz prachtvoll mit der endgültigen Übernahme in unsere Naturwelt übernommen. Und das mit einem alten Katalogstück, dessen Wege sich so tatsächlich haben weiter verfolgen lassen. Der ungewöhnlichste Fall bei der Fundberatung